Hier bin ich wieder und ich bin auch wieder da. Hallo. Heute wollen wir uns mit diesen komischen Punkten an dieser Tafel da beschäftigen. Dabei sind wieder Flex und Flo für uns da und helfen uns dabei. Zunächst erstmal haben wir hier ein 100er Feld. Was ist denn ein 100er Feld? Das 100er Feld heißt 100er Feld, weil es genau 100 Felder hat. In diesem Fall 100 Punkte. Mark kann dir gerne nachzählen, aber ich glaube, wir können Flo auch trauen. Flo kennt dann nämlich noch einen anderen Trick, dass er nicht alle Punkte nachzählen muss. Und er weiß trotzdem, dass es genau 100 sind. Wir haben hier links nach unten gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Das heißt, wir haben 10 Reihen nach unten, 10 Punkte untereinander. Und wenn wir jetzt weiter gucken, haben wir hier oben auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Das heißt, wir haben auch 10 Punkte nach rechts. 10 mal 10 Punkte. 10 mal 10 sind 100. Jetzt haben wir hier Flex. Mal gucken, was der Schönes hat. Und zwar möchte Flex mit euch alle Malaufgaben auf der 100er Tafel nachbilden. Dazu braucht ihr eine 100er Tafel, so wie ihr sie in der Schule euch abholen konntet. Dann braucht man zwei Blätter Papier. Eins, zwei ganz normale Blätter Papier. Jetzt legt man die 100er Tafel vor sich. Man braucht dazu natürlich dann auch eine Aufgabe. Wir nehmen hier die Aufgabe 2x7. Zunächst gucken wir uns die vordere Zahl an. Die vordere Zahl, in diesem Fall die 2, steht dafür, wie viele Punkte wir nach unten abzählen müssen. In diesem Fall 2, das heißt, wir müssen 2 Punkte nach unten abzählen. Dann nehmen wir uns das Blatt, drehen es und legen es so hin, dass über dem Blatt genau 2 Punkte zu sehen sind. Jetzt gucken wir uns die zweite Zahl an. In diesem Fall die 7. Die steht dafür, wie viele Punkte wir nach rechts brauchen. Die zählen wir wieder ab und legen wieder das Blatt Papier drüber, so dass jetzt nur noch die Punkte oben über den Blättern wichtig sind. Und jetzt kann man gucken, jetzt hat man da 2 mal 7 Punkte und 2 mal 7 sind 14 Punkte. Wer mag, kann es gerne nachzählen, aber ich glaube, da wir es ausprobiert haben, dass das mit der Multiplikation mit den Malaufgaben bestimmt, können wir darauf vertrauen.